Zuschauer, mir gegenüber sitzt Marion Jaus, deutsche Amateur-Championess, zum dritten Mal hintereinander geworden, im letzten Jahr 90 Siege eingefahren, seit 20 Jahren Amateurfahrerin. Marion, sitzen Sie selbst täglich im Suzuki? Im Prinzip ja, also wenn das Wetter das zulässt und meine anderen Verpflichtungen, trainiere ich meine Pferde zum großen Teil selber und auch mit sehr viel Enthusiasmus. Wer kümmert sich eigentlich um den Pferdeeinkauf in Ihrem Stall? Also das Management und den Pferdeeinkauf, das mache ich alles selber. Und was ist augenblicklich Ihr Greg im Stall, Ihr bestes Pferd? Mein Greg ist Kurier, mit dem gewann ich im letzten Jahr die deutsche Amateurmeisterschaft. Und der ist auch im 1995 nur einmal geschlagen worden, wie am Start stehen geblieben ist, nach sieben Fehlstarts. Und sonst hat er nur gewonnen und ein Ende ist eigentlich nicht abzusehen. Wie reagieren eigentlich so die Männer, wenn Marion Jaus als Siegerin wieder über die Ziellinie fährt? Sind sie dann ein bisschen neidisch oder sagen sie Bravo Marion? Ach, also eigentlich sind sie sehr fair, aber ich glaube, sie würden lieber selber gewinnen. Die Schwedenimporte stehen wieder mal im Mittelpunkt unserer Rennübertragung. Gleich im dritten Rennen kam es zu einem interessanten Vergleich. Vier Skandinavier, einer von ihnen, Da Capo, hier im Bild, trafen auf vier Inländer. Dieter Marz, Sie sind regelmäßig zu Gast in München mit Ihren guten Pferden aus Österreich. Das ist aber doch sicher nicht nur die Heimatverbundenheit zu München. Nein, ich habe sehr viele internationale Pferde und die in Österreich wenig Rennen vorfinden. Und hier in Dagelfingen jeden Renntag zwei, drei Pferde starten können, darum komme ich auch sehr oft hier raus. Eines von diesen Pferden ist Amro Diu. Den stellen Sie zum ersten Mal vor in München. Was ist das für ein Pferd? Ein neues Pferd aus Schweden, sicher sehr interessant. Er ist ein sehr gutes Pferd. Ich habe sehr gute Meinung von dem Pferd. Er wird auch in Dagelfingen sicher heuer einige sehr gute Rennen laufen. Und dies ist Amro Diu mit Dieter Marz im Sulky. Dieter Marz, ein gebürtiger Münchner, der aber schon seit vielen Jahren in Wels in Österreich ansässig ist. Er ist mehrfacher österreichischer Champion, vertrat Österreich auch schon des Öfteren bei der Europameisterschaft. Dies ist der Start zu diesem Rennen mit 8 Teilnehmern, wie gesagt 4 Schweden-Importe gegen Inländer. Ganz außen im gelben Dress, das ist Dieter Marz mit Amro Diu. Er kann sich nicht einschalten im Kampf um die Führung. Diese Position übernimmt Janina Galax, eine von 2 Stuten in diesem Feld, in der Hand von Roman Spengler, mit einem sehr starken Antritt ausgestattet. Dahinter Da Capo mit Georg Meyer, die beiden wurden als Favoriten gehandelt, gingen mit 14 für 10 in das Rennen, eine verhältnismäßig niedrige Siegquote für diese hohe Klasse. Janina Galax, also vorn Roman Spengler, nimmt sofort Tempo aus dem Rennen. Da Capo im Windschatten, wird außen jetzt aber zugemauert von Rettenbacher mit Herbert Eisenmann. Die ersten 500 Meter sind zurückgelegt und bereits in dieser Phase passiert ein Missgeschick für Amro Diu, denn Mighty Lift, der wird hier im Hintergrund in die zweite Spur genommen und tritt dabei auf das Sulky-Rad von Amro Diu. Diese Sulky-Räder sind sehr hart aufgepumpt und dort entweicht sofort die Luft. Dieter Marz blickt hier kurz nach unten, das war sehr schön zu sehen. Alexander Gumpel, ein Auszubildender, bekam für diesen Fauxpas 2 Tage Lizenzentzug aufgebrummt, kann also ein Wochenende lang nicht in den Sulky steigen. Die Chancen von Amro Diu dadurch natürlich erheblich gemindert. Er liegt zwar hier noch sehr gut im Rennen, hat eine schöne Lage im Mittelfeld außen in zweiter Spur. Hivaldus zieht in dritter Spur nach vorn mit 15 Siegen 1995, das siegreichste Pferd auf der Münchner Trabrennbahn. Zu Beginn der Schlussrunde neue Reihenfolge. Janina Galax, außen nun Hivaldus, einer der 4 Inländer in diesem Feld. Innen Da Capo, der Favorit, nach wie vor eingemauert. Der konnte jetzt in diesem Moment nicht in das Geschehen eingreifen. Und Roman Spengler wusste sehr wohl, wer hinter ihm sitzt, denn er hält das Tempo ruhig. Mit Janina Galax hat es nicht allzu eilig. Da Capo innen, außen Hivaldus. Dann sehen wir Fair King mit Matthias Schambeck in 4. Position. Und daneben immer noch Amro Diu mit Dieter Marz. Der versucht jetzt noch einmal einen Angriff. Aber in Kürze löst sich die Bereifung des Sulkys völlig auf. Und diese Bereifung wickelt sich dann um die Felge. Das wirkt wie eine Bremse. Dadurch ist Amro Diu natürlich unglücklich gescheitert. Und auch vollständig entschuldigt. Es geht jetzt durch den Schlussbogen. Dieter Marz resigniert hier endgültig und nimmt die Hände herunter. Vorne Janina Galax mit Roman Spengler. Und er macht das sehr geschickt. Pullt noch einmal auf mit der Stute. Und Da Capo, der kommt nicht raus dahinter. Denn Hivaldus bleibt außen dran, ganz außen. Fair King und Mighty Liv. Und erst jetzt
In der Zielgerade, etwa 150 Meter vor dem Ziel, gibt Roman Schwengle seiner Stute Janina Galax den Kopf frei. Und der Capo kommt zwar jetzt auf freie Bahn, aber einfach zu spät. Er kommt nie richtig zur Entfaltung, bis zur Ziellinie nicht. Janina Galax bleibt vorn, dahinter der Capo, also ein schwedischer Doppelerfolg. Und dritter dann Hevaldus vor Ferking und Mighty Liv. Das nächste Rennen war den Nachwuchsfahrern vorbehalten. Der bayerische Champion der Auszubildenden ist Matthias Schambeck. Er steuerte die favorisierte Queen of Remington. Matthias, dein Ausbilder hat dir heute ein sehr gutes Pferd anvertraut, ebenso schnell wie unsicher auch. Ein Pferd, das eigentlich meistens selbst fährt. Ist da der Erfolgsdruck bei dir besonders groß? Na, aber ich kenne die Queen of Remington. Ich habe sie schon in der Arbeit gefahren und auch so ein Rennen habe ich schon mal gefahren, da war ich schon gewonnen mit ihr. Und sie ist eigentlich ganz unkompliziert Pferd. Man muss sie halt lassen, wie sie will. Dann kommt man auch zurecht mit ihr. Wie kommst du denn vom Trainer Sigi Jahn besondere Order, genauere Order für so ein Rennen? Na, nicht direkt. Also, ihr sagt mir ja zwar, wie es ungefähr fahren soll, aber meistens ist dann im Rennen wieder viel anders dabei. Als einer der Gegenspieler von Queen of Remington und Matthias Schambeck wurde dieses Pferd gehandelt: Secret Canyon, ein neues Pferd aus Schweden in der Hand der jungen Sabine Gladitsch. Es ist die Startphase, jetzt beschleunigt der Startwagen, etwa 100 Meter sind es noch bis zur Startmarke. Queen of Remington sehen wir hier auf der Startposition 2, Matthias Schambeck im blauen Dress mit dem blauen Helm und weiter außen Secret Canyon, der zwar im Moment sehr stark antritt, jetzt aber von den Beinen kommt und sehr ungebärdig springt, er drohte fast zu stürzen in dieser Phase, aber Sabine Gladitsch bekam das gerade noch in den Griff, wurde natürlich disqualifiziert, Secret Canyon. Die Spitze übernahm Valens Boss aus den Sofia Teller, dahinter Ivanhoe Whiteman. Diese drei Pferde führten das Feld durch den ersten SKL-Bogen. Dahinter in vierter Position Queen of Remington. Matthias Schambeck ließ es etwas ruhig eingehen, schaltete sich nicht mit ein in den Kampf um die Spitze, aber bekam dadurch auch eine sehr gute Lage, und zwar die beste, die es im Trabrennsport überhaupt gibt. Außen in zweiter Spur das zweite Pferd in dieser Kolonne. Das ist die sogenannte Siegerlage. Man kann dort nicht eingemauert werden, hat aber einen Windschatten, hat einen Vordermann, der einen zieht. Das ist die optimale Ausgangsposition für den Endkampf. Und diese Lage behält Matthias Schambeck natürlich zunächst bei, obwohl Ines Fürbeck das Tempo sehr ruhig hält in dieser Phase mit dem Außenseiter Balance Boss. Die beiden an der Spitze zu sehen, hier im zweiten SKL-Bogen innen Ivanhoe Whiteman. Daneben Sophia Teller und rechts zu sehen der Kopf von Queen of Remington. Die Stute mit dem gelben Pelz an der Stirn und der dunklen Ohrenkappe. Innen mit der Startnummer 9, das ist Speedy Maid mit Juanita Prados. Und dahinter, hinter Queen of Remington, da lauert der Hauptgegner der Stute, das ist Acrobat Jean mit Josef Franzl Junior. Und bereits jetzt, 600 Meter vor dem Ziel, setzt Matthias Schambeck die Favoritin ein. Vorne wird Balance Boss etwas kürzer. Ines Fürbeck versucht, ihn noch zu motivieren, aber Sophia Teller mit Christian Strobel wirkt außen bereits etwas stärker, aber ganz außen die Favoritin. Queen of Remington mit Matthias Schambeck. Der hält sich hier sehr ruhig hinter der Stute, macht nur das Allernötigste, blickt sich sehr routiniert um. Das zeichnet den jungen Mann aus Straubing bereits jetzt aus. Diese Gelassenheit, diese Routine und auch in der Zielgerade behält Matthias Schambeck die Nerven, zieht erst jetzt die Ohrenkapuze 100 Meter vor dem Ziel, ungewöhnlich spät, und kann damit Queen of Remington ausreichend motivieren, muss mit der Peitsche überhaupt nichts machen, gewinnt vor Ivanhoe Whiteman und Acrobat Jean in der sehr guten Kilometer-Durchschnittszeit von 1 Minute 17,8. Und im Winner Circle dann die Gratulation durch das Besitzer-Ehepaar, der Anzinger Immobilienmakler Johann Holzapfel mit seiner Gattin Karin.